bei sowas auch sagen, pass auf, so ein feiner Kerl war das ja dann doch nicht. Da kann man doch schon mal sagen, ja, der braucht ein bisschen Bestrafung. Und das ist ja nicht so ein bisschen auf den Finger kloppen, sondern das geht ja schon ein bisschen mit realistischen Dingen dazu. Apropos realistische Dinge, jetzt muss ich mal gucken, wie hoch ich das hier haben möchte. 1, 2, 3, 4, so. Da geht's rauf. Ich frage mich nämlich, ob ich da nicht schon eine zu hoch habe. So. Tada. Ne, ich mag sowas. Und je mehr ich mich mit solchen Sachen auseinandersetze, desto mehr denke ich, dass dieses christliche Weltverständnis da doch ein bisschen doof ist. Na gut, auch mit Hölle und so weiter, Himmel und sei halt eine Netten und dann kommst du nicht in die Hölle und so, ja. Aber man wiegelt ja so ein bisschen das Seelenheil dann auf extrinsische Faktoren ab, ne? Und nicht auf was Intrinsisches. Man kann dann ja auch sagen, pass auf, ich bin halt nur ein netter Mensch, weil ich sonst in die Hölle komme. Ja, kann man theoretisch machen, ist ja auch. Im Endeffekt kommt ja auch das Gleiche bei rum. Wollen wir uns mal hier nicht in Nachkommastellen-Dividierung verrennen. Nein, man ist ja im Endeffekt dann ein netter Mensch. Das reicht ja auch. Eigentlich, sollte man meinen. Und dann haben wir ja ein Ziel erreicht. Wenn alle lieb und freundlich sind und nett zueinander, dann ist das so. Dann sind wir in dieser Utopie, die gar keiner aussprechen möchte. Ja, aber trotzdem, da denke ich mir jedes Mal, dann arbeite ich ja im Endeffekt für jemand anders. Und mit ganz anderen Mitteln, als mit denen ich wahrscheinlich arbeiten würde. Das kommt ja auch nochmal erschwerend hinzu. Aber, welche Ansicht ich auch sehr witzig fand, war, ich weiß nicht, ob ich es in diesem Let's Play schon gesagt habe, aber es gibt eine Folge vom Tatortreiniger, die sich auch mit dem Seelenheil auseinandersetzt. Und die ist wirklich gut. Die ist richtig gut. Weil, dann der Schotti, also der Tatortreiniger, dann hinterher sagt, ja, was will ich denn mit dem Seelenheil und den kompletten Kosmos zu verstehen, wenn ich gar nicht mehr zum Kosmos dazugehöre? Das heißt, was habe ich denn von dieser ganzen Information, Sinn des Lebens und so weiter und so fort, wenn ich aus dem Leben rausgetreten bin und eigentlich in einer anderen Sphäre zugehörig bin? Er hat das jetzt nicht so gesagt, sondern ein bisschen einfacher formuliert. Aber es ist ja genau das. Ich meine, was will ich denn damit? Dann denke ich mir, ja. Das ist wie wenn man... Ich weiß nicht, stell mal vor, du arbeitest irgendwo und hast aber am nächsten Tag einen neuen Job und dann hast du gar nichts mehr dazu. Du warst vorher medizinischer Fachangestellter oder Fachangestellte, wie auch immer, und dann sagst du, ja, pass auf, hier fällt der Hammer, mache ich nicht mehr, und nächste Woche arbeitest du bei BMW und machst da Autos und schraubst sie zusammen und all sowas, ne? Und dann sagt dir da am Ende von deiner medizinischen Fachangestellten-Ausbildung jemand, pass auf, diesen Medikamentenbestellzettel musst du so und so ausfüllen. Und du denkst dir, ja, was soll mir diese Info jetzt? Auch wenn das die komplette Arbeit, die man vorher gehabt hat, irgendwie erleichtert hätte. Aber dann denkst du dir, was soll ich denn jetzt damit? Das bringt mir doch nichts. Ich meine, ich mache doch nächste Woche eh was anderes. Und genauso sehe ich das ehrlich gesagt teilweise mit dem Seelenheil auch. Weil wenn du da jetzt komplett weißt, was mit dem Kosmos so zu tun hat, macht das doch überhaupt keinen Sinn, die Erleuchtung zu erlangen, wenn man gar nicht mehr zu dem Bereich dazugehört, über den man die Erleuchtung erlangt hat. Denn man kann ja noch nicht mal als externer Berater dann auftreten. Man ist dann einfach weg. Und das ist doch irgendwie blöd. Dann bringt einem das so alles nichts. Das, ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht wie ich, aber ich finde, das ist einfach genauso. Was mache ich denn jetzt? Ich wollte eigentlich normales Holz holen. Holz. Das brauche ich. Habe ich noch eine Axt? Nee, ich wollte noch eine Axt. Ich glaube, ich habe gar keine... Ein bisschen habe ich noch. Ah. Steinzeug. Ach komm, eine Treppe ist hier drin, die nehme ich mal mit. Kabel. Cleanstone. Ja, von Gronkh geklaut, ne? Und das... Ich finde das immer so interessant, wenn man sich da jetzt so drüber Gedanken macht, über eine Sache, die man hinterher überhaupt nicht ändern kann. Das Einzige, was man tun kann, ist eben lieb, nett und freundlich zu all seinen Mitmenschen zu sein. Und das zu...
machen, einfach so aus der eigenen Bauchgefühlsmentalität her. So, das machen wir mal weg hier. Und weil man es halt ernst meint. Wenn man wirklich möchte, dass andere sich gut fühlen. Und da hatte ich, glaube ich, neulich auch schon mal was zu gesagt. Nee, ich, nicht nur glaube ich, sondern ganz bestimmt hatte ich neulich dazu was gesagt. Ja. Auch tut es mir ultra leid, dass ich über Saw Redemption oder wie hieß er, gelabert habe mit Chester Bennington und der dann wirklich, ich glaube, einen Tag nachdem ich diese Aufnahme gemacht habe, ist er wirklich gestorben. Und das tat mir ultra leid, weil ich auch nicht wusste, dass das passieren kann. Ich habe den einfach jetzt nicht wirklich als logisch empfunden, dass das überhaupt passiert ist. Ich meine, ich hatte ja schon mich des Häufigeren darüber ausgelassen, auseinander. Hier mal in den Kühlschrank hin. Ja, das ist die stille Ecke. Stützfrei. Ja, hier ist dann was. Da kommt was hin. Das ist die Mönchskammer. Leute, ihr habt euch die Mönchskammer gewünscht. Wenn ich eine Fackel habe, mache ich da eine rein. Da ist die neue Mönchskammer. Ja. Nee, dann mache ich das hier oben weg. Nee. Es haben ja auch so viele gesagt, ja, das war die Musik meiner Jugend, meiner Kindheit und so. Ja, das war bei mir auch. Und dann hat es mit Minutes to Midnight eben aufgehört. Also das fand ich, also unpopuläre Meinung, aber ich fand Minutes to Midnight eigentlich noch ziemlich gut. Aber danach eben, es war gut, aber es war nicht das. Obwohl ich auch dazu sagen möchte, dass die Art der Musik, die die gemacht haben, ganz am Anfang, die hält so nicht bis Mitte 30 durch. Da ist vorher deine Stimme kaputt. Und ich meine, Chester Bennington war ja auch irgendwie 2003, 2004 auch in der Klinik wegen seiner Stimmbänder. Das ist doch alles passiert. Temperaturbedingte Lustlosigkeit, ja, das ist auch ein großes Problem. Ich finde, mich hat's getroffen, es hat, glaube ich, uns alle getroffen. Weil ich kann mich auch wirklich nicht an irgendeinen Tag erinnern, als ich 15, 16, Ende 15 fing das an, und ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, wo nicht mindestens einmal irgendein Lied von Meteora lief. Kann ich mich nicht dran erinnern. Und wir haben auch versucht, die Katze und ich jetzt eine Schallplatte von Meteora zu kaufen. Alter Schwede, die sind teuer. Die sind richtig teuer. Also da zahlt sie sich wirklich dumm und dusselig. Was haben wir gesehen? 400 Euro, glaube ich, für ein so ein Ding. Also bei aller Liebe, ne? Das hätte ich nicht mal so einfach. So. Okay. Und deswegen möchte ich ihm eigentlich nur wünschen, dass seine Seele jetzt im Endeffekt keiner großen Bestrafung ausgesetzt wird. Denn, pass auf, das ist nämlich ganz wichtig. In den meisten Religionen ist es so, und das habe ich nicht durch Bücher und so weiter gelernt, sondern durch den Film mit Robin Williams, Hinter dem Horizont hieß der, glaube ich. Oder war der wirklich mit Robin Williams oder war der mit, wie hieß dieser andere? Der auch von dem Synchronsprecher von Tom Hanks gesprochen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der auch... Bill Murray, genau, ich glaube, es war mit Bill Murray, oder? Robin Williams oder Bill Murray? Das ist auch so ein... Kann man auch so ganz viele Filme... Das machen wir mal, das ist ein Quiz. Einfach so ein Filmtitel und du sollst dann sagen, ob Robin Williams oder Bill Murray die Hauptrolle gespielt hat. Das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Ich gucke jetzt gerade mal nebenher, von wem das war. Hinter d.com, ja. D-Horizont. Ich mag den Film, ich habe mir den sogar gekauft. Robin Williams, ja, nicht Bill Murray. Wollte schon sagen, das war Robin Williams.
Und da wurde thematisiert, dass Selbstmörder nicht ins Elysium kommen. Also auch nicht in den Himmel und nix, sondern die gehen straight up in die Hölle. Und das ist ja auch irgendwie doof, ne? Ich meine, ich verstehe das. Das ist so im Prinzip die rituelle Überholspur einfach mal zu bestrafen. Das verstehe ich auch. Du kannst ja auch nicht sagen, pass auf, ich gehe jetzt einfach, ich bringe mich jetzt selber um, zack, Elysium. Nee, das gibt's nicht. Das ist nicht drin. Das wäre super schummeln. Deswegen verstehe ich schon, warum man das so sagt. Aber irgendwie... Man hofft ja für die Menschen, die man mag, immer nur das Beste. Ja, und auch wenn man eine große Seele ist, dann nur auch für die Menschen, die man nicht mag. Tja. Auch wenn es wirklich wenig Menschen gibt, die ich nicht mag. Aber die mir ist aufgefallen, die meisten Menschen, die ich wirklich nicht mag, sind YouTuber. Also so große YouTuber, die mag ich wirklich nicht. Und dann sind sie da und denken... mag die einfach nicht. Deswegen kommt ja wahrscheinlich auch so viel Hass von der Community gegenüber so vielen YouTubern zustande, weil die einfach nicht gemocht werden. Weil man irgendjemand anderen lieber mag. Aber komm Leute, ist doch nicht dumm. Ich verstehe sowieso ganz viel Konkurrenzgebrumse da nicht. Also am liebsten hätte ich den oberen Teil hier relativ offen. Aber ich muss auch irgendwo schlafen, ne? Wie mache ich das jetzt? So, warte. Dann kann ich ja hier... Ich hitze ich eine Wand rein. Jetzt muss ich gerade die Innenräume planen. Das ist noch ein bisschen komplizierter. Nee. So. Ich mach das einfach mal mit Erde. Dann ist das hier ein bisschen breiter. So, nee. Das kann ich ja direkt schon mit Stein machen. So. Okay. Hier ein Bett hin, genau. Hier so ein Doppelbett. Hier so ein Nachttisch mit Kerze drauf. Tada, dann kann das Bett dahin. Dann machen wir hier die Glasfenster hin. Aua. Ich wollte nicht rausspringen, habe ich aber trotzdem gemacht. Dann haben wir hier unseren Wohnklotz. Das ist auch schön. Auf 2 Etagen. Jetzt auch für dich. Okay. So. Zack. Dann kriege ich das hier hin, dass ich hier 4 habe. Jawohl. Dann kann ich hier noch eine Tür reinmachen. So. Das mache ich dann weg. Das wird dann zu Holz. Ja, so offen wie es jetzt ist, wird es nicht bleiben. Ich hätte mir mal eine Axt bauen sollen, ne? Ich kann mir ja jetzt eine Axt bauen. Ich mache das einfach hier. Guck. Achtung. Axt. Die heilige Ochse der Jahreszeiten. Bäm, 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 bäm. Dann reiße ich das hier rüber. So. Soll ja hochgeschnitten sein. Und dann machen wir hier schon mal das Dach hin. Ja, ich hätte das wirklich gerne so ein bisschen
Eigentlich bin ich ja eher so ein Freund von offenen Häusern, ne? Aber heute machen wir mal was anderes. Dann überlegen wir uns vorher schon, wie die Räume sein sollen. Und dann geht's. Boop, boop. Boop, boop. Und das nächste.